Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Herzlich willkommen. Wir sind bei Dalmore, das heißt Highlands, das heißt Schottland, das heißt The Quintent. Quintet, sorry. Okay, 2019 im Herbst hat denn Dalmore einfach beschlossen, der Travel Retail mit drei neue Sachen zu segnen. Ein Trio, ein Quartett und ein Quintett. Also einmal dreifach destilliert, nicht dreifach destilliert, drei verschiedene Fässern, vier verschiedene Fässern und fünf verschiedene Fässern. Und einer meiner Superfans hat gefragt, Jason, könntest du? Ich habe einfach geschaut und dachte, okay, gut. Whisky Base Nummer 1570236. Und das Problem ist 91,50 € als Preis. Ich habe alles gesehen von 90 bis 130 hoch in Deutschland. Also das war antiklimatisch schon wieder. Einen Moment. Einen Moment. Wow, der Kork ist ein bisschen zusammengeschrumpft. Naja, gut. Was haben wir für Fässer hier drin? Einen Moment, ich schenke hier rein. Muscatel-Fässer, yay. Wir haben Madeira-Fässer. Was für Madeira-Fässer? Malmsee-Madeira-Fässer. Wir haben 30 Jahre alte Sherry-Fässer, 10 Jahre alte Tawny Port-Fässer und Bordeaux-Cabernet-Sauvignon-Fässer. Non-chilled filtered stand zumindest auf eine Sache. Allerdings, ich würde behaupten, dass da Farbstoff drin ist, weil halt eben mit Farbstoff, weil Dalmore Farbstoff liebt. 44,5% Alkohol bei Volume und abgefüllt am 23. März 2020, also relativ neu hier auf den Markt gekommen, laut unserer Whisky-Based-Informationen. Gut, Dalmore ist eine Distillerie, wo viele Leute sagen, how dare you, also unglaublich, mach man nicht, denn entweder ist es super Premium. Hier meine Bibel für Whisky. Es gibt einen 35er, es gibt einen 40er, es gibt einen 45er, es gibt einen 60er, es gibt einen 51er. Es gibt wahnsinnig viele teure Abfüllungen von Dalmore, die einfach mal jenseits von Gut und Böse sind. Aber das, was auch interessant ist, laut diesem Buch hier hat Dennis tatsächlich geschafft, zwischen 2009 und 2019 unter der Top 30 Single Malts der Welt zu werden. Die haben tatsächlich innerhalb von einer Dekade, also 10 Jahren, haben sie ihre Verkaufszahlen um 600% sind hier gestiegen. Das ist schon eine krasse Sache. Das ist schon nur Aberfeldy hat besser das hingestellt oder aufgestellt und vieles geht Richtung Fernosten. Okay, gut. Ich werde es vergleichen. So, womit möchte ich es heute vergleichen? Ich habe einfach mal beschlossen, Dalmore 18 zu nehmen. So, Dalmore wurde jetzt hier in diese Methusalem oder Loso Sherry Fässern hier mitgereift. Und wir sind bei ungefähr 119 €. Kriegt man vielleicht ein Stück billiger, wenn man sich bemüht. Aber 90 gegen 119 dachte ich, kann ich mal machen. Und ich habe nichts anderes für Dalmore hier momentan vor Ort. Das war gerade gut. Ich dachte, mein Glas wäre schon da. Also, wie kann man einen Whisky ruinieren, indem man Whisky von meiner anderen Flasche reinkippt? Das war gerade jetzt hier eine Fauxpas. Trinke ich nachher aus, aber oh Mann, Jason, was habe ich mir dabei gedacht? So, es gibt manche Tage, die gut sind, es gibt andere Tage, die weniger gut sind. Und heute war bisher so ein weniger gut Tag, aber gut. Wir werden uns hier nicht zu sehr darum meckern. Hier haben wir eine sehr himmelblau und hier haben wir ein dunkles Blau. Jeweils haben wir ein Steak hier drauf, den Hirsch. Also, zwar hier mit ein bisschen mehr Detailtreue. Jo, 5-Cask-Finish und hier einfach 18 Jahre. Farblich merken wir sofort, dass dieses hier dunkler ist. Also, wahrscheinlich auch durch ein Portfass, durch wahrscheinlich ein Madeira-Fass, durch den Moscatel-Fass und durch den Rotwein Bordeaux Cabernet Sauvignon. Okay, fruchtig. Duh. Natürlich ist er fruchtig.
Ich habe eine leichte, leichte Milchsäurenote, was mich nicht unbedingt abholt. Ich habe viel Honig, dunkler Honig, Waldhonig und dunkler Pflaumenmus. Okay, unser 18-Jährigen. Ja, bittere Pflaume. Das war auch mein Control Whisky. Also es ist leicht bitter. Ich mag diese Momente nicht. Holz, Eiche. Aber nicht angenehm. Also ich kann mir nicht vorstellen. Ich weiß immer noch nicht warum. Also ich habe diese Flasche im Regal entdeckt, aber ist noch niemals auf meiner Liste. Ich weiß nicht mehr die Geschichte, wo ich die da nur 18 hatte. Ich glaube, der war sogar auch Teil einer 18-Tasting, aber naja, gut. So, Nase geht auf jeden Fall Quintett. Weit vorne ist viel harmonischer, süßer, attraktiver. Dann probieren wir, sind bei 44,5 und hier sind wir bei 43%. Also Dalmor kann eine Sache meistens nicht und das ist hochprozentig. Wenn man deren normale Range kauft, ich glaube, ich sehe selten etwas über 46%. Ich habe ein paar unabhängig abgefüllte, Bourbon-gefüllte Dalmores, die fast stärker waren und sind. Aber aus deren Core Range ist fast alles dann irgendwie auf der Trinkerniveau, aber nicht Kennerniveau. Sagen wir einfach mal so. Schön. Tabak. Quitten. Also schön. Also sehr, 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 sehr fruchtig. Könnte mir möglicherweise gefallen. Cheers. Nein. Viel Estrogen, viel Holz. Wow. Viel Tannin. Oh, und hinten bitter. Bitter. Ah, bitter, bitter, bitter. Und wer gerne bitter hat, ist hier wunderbar aufgehoben. Ich mache bitter nicht bei meinem Whisky. Es muss nicht immer süß sein, aber bitter ist etwas, was ich nicht unbedingt möchte. Altes Holz, ausgelutschtes Holz. Wirklich ausgelutschtes Holz, das, was ich hier kriege. Ich glaube, die 30 Jahre alte Methusalem-Fässern mit Sherry waren denn da, ich bin böse jetzt, schon vor 10 Jahren ausgelutscht. Die benutzen sie immer wieder. Die haben Dalmor, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich glaube nicht, dass Dalmor eine Quelle hat, wo sie jedes Jahr neu 30 Jahre alte Methusalem-Fässer bekommt. Meine Vorstellung ist, dass die ihre Sets davon haben und die benutzen sie, benutzen sie, benutzen sie, benutzen sie, benutzen sie, benutzen sie. Und das ist das, was man kriegt, ist diesen Geschmack hier. Gut, wir gehen ganz kurz rüber zu unserer 18-Jährigen. Cheers. Also der Bitterkeit. Ach doch, da ist er noch. Wenn ich tief genug hier reinkomme, Holz, bittere Holz. Tschüss. Jo. Boah. Also ist viel Sherry. Aber eine bittere Sherry. Also Moncherie, also Kirsch ist das, aber Bitterkirsch. Ich bin übersensibel für Bitter hier. Und ich bin überaus unzufrieden mit beiden Abfüllungen. Jedoch, und da kommen wir jetzt hier zu das Ding, das ist einfach meine Geschmacksprofil. Wer gerne einen Bitterkirschmoment haben möchte in seinem Marmelade, in sein Whiskyglas statt sein Marmeladenglas, könnte hier möglicherweise gut aufgehoben werden. Da ist einiges in Tannin und ein Bitterkirschmoment.
Ich will den Quintett. 1 zweiten Chance geben. Ja, also Pflaumenmus mit Braunzucker und ein bisschen Eiche obendrauf. Gut, tschüss. Ja, es fällt nicht ganz so stark ab. Der war nee, boom. Und das war hier nee, boom. Ja. Er tut genau eben das, diese Dalmore Quintett, was er eigentlich tun sollte, eine übermächtige, fruchtige Note zu geben. Allerdings umhüllt wenig vom Zucker, sondern von einem bitteren Holzmoment. Ich habe irgendwo gelesen, ich bin nächstes Jahr eingeladen und da ist ein Chefkoch aus Russland dann da und er ist dafür berühmt berüchtigt, ohne Zucker zu kochen. Und das Erste, was ich dachte, war toll. Er ist zuständig für unseren Nachttisch und da wird einfach mal ein bisschen Obst dann da und es wird einiges, wird eine Art Bitterschokolade-Moment wahrscheinlich geben. Und das ist das, was hier ist. Da fehlt die Süße. Aber wenn man Süße weghaben will und man möchte ja gerne stattdessen eine bittere, holzschokoladige Note, ist hier gut bedient. Gefällt mir wesentlich besser als der 18-Jährige. Der 18-Jährige ist ein 3 minus. Einen guten Tag heute. Und der Dalmore Quintett ist eher ein 3. Aber weil es fruchtig, 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 oh, ein bisschen bitter und dann noch bitterer beim Abgang. Nicht schlecht, aber nicht gut. So, ein letztes Mal mit ein bisschen Wasser. Ich will das einmal mit ein paar Tropfen Wasser und einmal dann auf 25%. Und dann bin ich hier durch heute. Dann weiß ich, was ich hier habe. Bei 44,5%, viel Wasser braucht man nicht, um auf 40 zu kommen. Marzipan. Also eine nette Nase. Fruchtig. Nussig. Oh, ich glaube, es gab sogar Beschreibungen hier drauf. Warte mal. Aroma. Chunky Old English Marmalade. Also das ist dieses Orangenbitterzeug, ja? Napoleon Cake and Overripe Plums. Wow, Pflaumenmus. Also überreife Pflaumen und diesen Napoleon Cake, also diesen Kuchen denn da. Ich bin haargenau, wo sie auch sind. Die haben es einfach nur ein bisschen mehr markenwirtschaftlicher, werbetechnischer hier geschrieben. Gut, dann gehen wir hier hin. Und machen wir einfach mal unsere 25%. Schauen wir einfach weiter, was hier drauf steht. Glaze Nektarins, also glasierten, so von mir aus, Mandarinen. Karamellisierte Ananas habe ich nicht. Nussige Toffee, Mango und Kokosnuss. Und am Ende haben wir, ich habe echt überlegt, Maple Syrup zu sagen, aber ich habe beschlossen, nichts zu tun. Hier steht Maple Syrup, Kaffee und genau, Mandeln. Geriebene Mandeln, also Marzipan. Also, Dalmore, tolle Tasting Notes, zumindest kann ich konform gehen mit allem, was da ist. Ihr habt das natürlich anders denn aufgemacht und habt es sehr positiv dargestellt. Ich habe versucht, das Whisky Jason neutral darzustellen. Interessant. Ich krieg rote Trauben, dunkle Trauben. Was mich
begeistert, überrascht, ist dieses seidige Mundgefühl, den ich dadurch bekommen hatte. Die Flüssigkeit hat eine neue Viskosität bekommen, was vorher nicht da war. Also verdünnt ist das eine richtig tolle Fruchtbombe, muss ich schon sagen. Es hat eher Charakter von einem Likör als ein Whisky, gerade verdünnt, aber kann man, wenn man will, mögen. Okay, sehr gut. Also kriegt von mir ein 3. Tendenz 3 plus, wenn man gerne diese fruchtige, bittere Moment haben möchte. Eine der besseren Dalmores, die ich jemals hatte. Also vielen Dank jetzt hier auch für diese Empfehlung. Die 5 Fässer nochmal: Muscatel, Malsey, Madeira-Fässern, 30 Jahre alte Sherry-Fässern, 10 Jahre alte Tawny Port und Bordeaux Cabernet Sauvignon-Fässern. 91,50 € Whisky Base Nummer 170236. 51,50 €, 91,50 € zu teuer. Für mich schmeckt das nach einem 50, 60 € Whisky. Aber Dalmore ist immer teurer mit Farbstoff und mit dieser tolle Sache. Ich hasse übrigens, mir gefällt nicht, die Verpackungen. Ab und zu mal habe ich hier oben am Deckel angefasst, bevor ich Dalmore las. Und dann plutscht das Ding da unten. Also passt auf eure Flaschen auf. Immer zweihändig greifen. Nicht, dass ihr 100 € Fehler macht. Oder hier bei dem Dalmore 120 € sogar. So, meine Frage des Tages ist, welche Dalmore könnt ihr empfehlen? Ich muss sagen, der Quintett ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann. Ich habe den Trio und der Quartett noch nicht im Glas gehabt. Muss ich schauen, ob ich das will. Und sonst alles andere. King Alexander war nicht meins. Der 18 war nicht meins. So von daher, das wirkt für mich, habe ich leider nicht hier, wie ein etwas besserer und billiger King Alexander. Also von daher ist es fast eine Kaufempfehlung. 91,50 € finde ich zu viel für ein No-Age-Statement, keine Altersangabe. Von daher gebe ich das einfach ein 4 für Preis-Leistung. Wer ein Dalmore-Liebhaber ist, mach. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht enttäuscht, aber ich bin das irgendwie nicht. Und gerade eben diese 44,5%, kann man, muss man nicht. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Dankeschön, dass ihr liked, dass ihr abonniert. Danke, dass ihr unten schaut. Der erste Beschreibung da drin, nach dieser Flaschenbeschreibung, ist der Link zu der WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Und ihr könnt auch anschauen, meine Sample-Liste. Da ist auch viele, viele Samples darauf, die auch häufig nur einmalig sind. Nur noch einmal auf meine Sample-Liste meine ich damit. Und da sind viele Flaschen, die einfach mal vorher, bevor ich WhatsApp hatte, dann auch da gelandet sind. Alles Gute euch. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr und jeden Sonntagabend um 21 Uhr. Bis dahin. Ciao.